Moin Moin, und da sind wir wieder zurück bei The Witcher. Noch sind wir hier im Armenviertel im Tempelbezirk. Wir wollen zum einen mit Siegfried sprechen. Weil ich eigentlich dachte, dass der im Händlerbezirk jetzt ist. Ja, hier ist jetzt aber so viel los, da ist auch Siegfried dazwischen. Ah ja, er hat ja jetzt da seine Einheit. Ich bin ganz Ohr. Tja. Das Friedhofsproblem ist gelöst, aber... Was ist passiert? Abgesehen von dem sprechenden Ghoul spielten auch die Skoyatel eine Rolle. Sie raubten Gräber aus und töteten jeden, der ihnen im Weg stand. Ein sprechender Ghoul? Habt ihr ein Elixier zu viel getrunken? Was ist passiert? Ich rettete die Menschen, die sie den Ghoulen vorgeworfen hatten. Aber die Mörder flohen. Ewiges Feuer! Wie ein wahrer Ritter! Grämt euch nicht, meine Einheiten werden die Mörder fangen. Das verstehe ich nicht. Ihr habt Unschuldige gerettet. Besser konntet ihr nicht handeln. Dafür verdient ihr einen Bonus. Ich bin stolz auf euch. Vorwärts, ritterliche Brüder! Oh, das ist schwer. Siegfried ist echt nicht verkehrt. Warum muss er dieser blöden Orden angehören? Mann, Mann, Mann. Ich kann den Orden nicht leiden. Siegfried aber sehr gut. Oh. Meister Hexer. Was gibt's, Junge? Die Bank wurde überfallen. Meister Welerath sagte, wir sollten einen Hexer holen. Was geht da vor? Folgt mir, Meister Geralt. Okay. Ja, da müssen wir, glaube ich, mal zuerst hin. Das gefällt mir fast gar nicht, dass... Ja, hau doch dem Kind nicht auf den Kopf, Geralt. Ich weiß. Führst mich jetzt doch bestimmt nur zum Tor, oder? Hey, Soldat, altes Haus. Lass dich nicht davon verwirren, dass ich komischen Kindern hinterherlaufe. Geralt haut schon wieder dieses Kind. Ich glaube, unser Weißer hat ein paar Probleme mit Kindern. Sollte es das nicht werden. Geht das Kind da durch? Ja, tut's. Seid gegrüßt. Okay. Lebt wohl. Er stand hier so verdächtig. Bank, die war doch beim Rathaus. Dann werden wir da wohl mal nachschauen müssen. Der Junge ist nicht mehr hier. Es gibt ganz viele Leute, die im Weg stehen. Vielleicht Welerath? Hier die Straße langlaufen und dann da runter. Diese Gegend ist völlig verkommen, seit sie den Pöbel reinlassen. Ach ja. Jaul nicht rum. Perfekt. Ein Hexer. Irgendwie sind die Frame jetzt in dem Händlerviertel ein bisschen niedrig. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Geht heim. Da ist Welerath. Wir brauchen Hilfe, die Bank wird überfallen. Seltsam. Ich hätte nicht gedacht, dass sich Siegfried so eine Gelegenheit entgehen lässt. Wir brauchen Hilfe! Bewaffnete Räuber haben die Bank besetzt. Sie haben Geiseln genommen. Na, super. Jetzt mit den Ereignissen auf dem Friedhof. Ich habe das Gefühl, dass... Das sind vielleicht auch Skoyatel. Da will ich dann nicht Siegfried dabei haben. Tut mir leid, King Monster. Nehme ich den sofort mit.
Aber für diplomatischere Angelegenheiten, ich weiß nicht. Ich helfe euch, aber ich arbeite allein. Von einem Frontalangriff würde ich abraten. Vellerat, die Zeit drängt. Vielleicht könnt ihr über den Verbindungsgang zum Lagerhaus eindringen. Lagerhaus? Eine Fußgängerbrücke verbindet es mit dem Rathaus. Sie wird nicht benutzt, aber ich habe einen Schlüssel. Nicht benutzt? Die Frauen, die im Rathaus arbeiten, sprechen von Gespenstern. Gebt mir den Schlüssel. Ich hoffe, den haben wir jetzt auch bekommen. Uninteressant. Ja, das wird wahrscheinlich dann diese Lagerhaustür sein. Geht heim. Uiuiui, ich bin gespannt. Also wer da jetzt die Bank überfällt, vor allem auch Geisel nehmen. Das können keine... Ja, normale Banditen machen das vielleicht auch. Haben wir irgendwas? Oh, ja. Ah, Flatterer. Geister ist nicht ganz so richtig. Sehr schön. Moment, hier ist noch einer, oder? Ja. Das gefällt mir gar nicht, dass anscheinend gerade zwei mich angreifen. Einzeln kein Thema. So, jetzt höre ich aber auch nichts mehr. Dann gehen wir mal nach oben. Oh, noch einer. Gut, dass ich den ersten da weggezimmert habe. Und das Schwert wegstecken ist... mag vielleicht eine komische Gewohnheit sein. Liegt aber daran, dass er sonst immer in den unmöglichsten Momenten das Schwert wegsteckt. Meist dann, wenn der nächste Gegner kommt. Noch einer. Wo kommen denn hier so viele Flatterer her? Naja, bisschen XP. Und wahrscheinlich auch genau der richtige Weg, um an die Fangzähne zu kommen. So, im Moment sollten wir, glaube ich, besser nur die Sachen mitnehmen, die wir auch wirklich gebrauchen können. Sphärenkonjugation. Daran bin ich wirklich sogar interessiert. So ein bisschen die Weltgeschichte. Wir haben ja nochmal neuen Feuerstein, das soll reichen. Jetzt haben wir wieder 10 Feuersteine. Nur sicher gehen, dass hier auch wirklich niemand anderes mehr ist. Und einen Timer kann ich mir halt gerade nicht vorstellen. Rathaus. Beamte. Wir müssen etwas tun. Unten sind Skoyatel. Hab ich richtig vermutet. Ich kann so nicht arbeiten. Wir müssen etwas tun. Das ewige Feuer wird uns beschützen. Nee. Wir müssen etwas tun. Okay, dann kommen wir aber hinter den Geiseln, wie es aussieht, raus. Was für ein Gestank.
Wir hatten oben gerade gespeichert, oder? Ich frage mich, ob ich mit denen reden kann. Bloide Däune. Die interessiert das nicht. leicht verbuggt. Also, die hätten uns ja entweder angreifen müssen oder... Der Rest des Ordens. Da gehe ich nicht zwischen. Ich spüre der erste Anzeichen des Tridam-Syndroms. Niemand bewegt sich! Niemand bewegt sich! Wollt ihr verhandeln, Däune? Ja. Ja. Geht zu Yevon ins Gewölbe im Keller der Bank. Ah. Aha, aha. Wusste also, dass... Alle auf den Boden. Kann ich den? Ja, anscheinend. Kampfhammer des Ordens. Gott, ist das ein dickes Ding. Muss ich mal mitnehmen. Ich frage mich... Moment. Ellie. Kennt ihr die Geschichte von Ellie Rennhexe? Ich bin als Unterhändler hier. Die weiße Rose von Sheravet. Bei den Zwergen und Elfen als Elirena bekannt. Vor 2 Jahrhunderten führte sie die Elfenjugend in die Schlacht. Die Ältesten der Elfen waren dagegen, weil sie wussten, dass ein Sieg unmöglich war. Und dass sie sich von einer Niederlage vielleicht nicht erholen würden. Yevon, die Ritter bereiten sich auf den Angriff vor. Eliren, die weiße Rose weckte den Kampfgeist der Jugend. Sie griffen zu den Waffen und folgten ihr in die letzte verzweifelte Schlacht. Sie wurden abgeschlachtet. Gnadenlos. Yevon, die Bank ist umstellt. Sie starben mit ihrem Namen auf den Lippen. Wiederholten ihren Ruf, ihren Kampfschrei. Sie starben für Sheravet und für Eliren. Wie sie versprochen hatte. Mit Würde, heldenhaft, ehrenvoll. Wart ihr dabei? Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Welche Entscheidung? Man kann nicht ewig auf dem Zaun balancieren. Schon gar nicht, wenn dieser Zaun durch ein Schlachtfeld führt. Versucht ihr, mich zu rekrutieren? Nein. Mit eurem Gewissen taugt ihr nicht zum Revolutionär. So. Ich hatte einen Grund, warum ich euch von Eliren erzählte. Wir sind im Krieg, Geralt. In einem Krieg für das Überleben, für die Freiheit. Ihr müsst keiner von uns sein, um uns zu helfen. Viele dienen unserer Sache so gut sie können. Ihr könnt am besten Ungeheuer töten. Tja, und welches Ungeheuer stellst du dir bitte schon vor, Yevon... Ich frage mich, weil wir ihm erzählt haben, dass Vivaldi pleite ist, dass er deswegen die Bank überfallen hat. Der kann sicherlich eins und eins zusammenzählen, dass dann Menschen die Bank übernommen haben. Eliren, Freiheit, ein wunderbares Ideal. Gut, ich schließe mich euch an, aber vergesst nicht, Yevon, siegreiche Revolutionäre werden zu Staatsmännern. Besiegte dagegen bleiben Verbrecher. Ist was Wahres dran. Ich lasse mich nicht in einen Krieg zwischen den Skyatellen-Orden hineinziehen. Ich bin ein Hexer. Ich bleibe neutral. Oder kommt gar nicht in Frage, ich kämpfe nicht für euch. Das wäre so, ja, die Wahl. Wenn wir den Orden uns anschließen wollen, aber ich bin Hexer. Ich lasse mich nicht in einen Krieg zwischen den Skyatell und dem Orden hineinziehen. Ich bin ein Hexer. Ich bleibe neutral. Ihr seid ein Narr, Hexer. Es ist zu spät für Neutralität. Steht jetzt zu mir oder seid für immer mein Feind. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen verwirrend. Müssen wir uns jetzt einem anschließen? Möglichkeiten sind... Ihr erwartet nicht, dass ich mir einen Eichhörnchenschwanz umbinde und mich blindlings ins Kampf stürze. Ich helfe euch auf Hexerart. Oder ich töte keine Menschen wegen einer vagen Philosophie. Legt die Waffen nieder, dann könnt ihr vielleicht den Rest eurer Einheit retten. Raushelfen will ich ihn schon. Sie haben da anscheinend keinen umgebracht, das ist ja schon mal so wert. Und sonst gibt's ein Gemetzel. Ich
weiß es echt nicht. Erwartet nicht, dass ich mir einen Eichhörnchenschwanz umbinde und mich blindlings ins Kampfgetümmel stürze. Ich helfe euch auf Hexerart. Mehr erwarte ich nicht. Leider haben wir keine Zeit zum Feiern. Wir sitzen wegen dieser Ungeheuer hier fest. Was für Ungeheuer? Unsere Mission war, Dokumente zu holen, mit denen Vivaldi seine Bank zurückbekommt. Unser gutes Recht, findet ihr nicht? Wir sitzen jedoch in der Falle. Kikimoren versperren unseren Fluchtweg. Mal sehen, was sich machen lässt. Geht, weißer Wolf. Okay, ich glaube, im Moment bin ich zufrieden mit der Wahl. Denn das machen wir. Das machen wir. Und vor allem wurden im Skyatel sowieso auch niedergemacht. Jetzt weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, dass wir hier gegen Kikimoren kämpfen sollen. Ja. Warum kann ich sowas sonst nicht machen? Seid wachsam. Die Kikimoren sind überall. Ungewöhnlich. Kikimoren fern ihrer Nester? Da stimmt etwas nicht, Hexer. Ich mache den Weg frei. Raiffeisenbanken. Geralt. Kannst auch keine Schleichwerbung hier machen. Ups. Falsches Schwert. So, schauen wir uns noch ein bisschen hier um. Da ist ein Leichnam. Da weiter runter bringt uns, glaube ich, nichts. Okay. Da ist ein Alp. Wenn wir schon die Verbündeten da haben. Die Ratte muss sterben. Können wir das nicht hier gegen dieses Vieh hier nutzen? Sonst hätten wir halt nie diese Unterstützung. Greif bloß nicht mich an. Halbfangzähne. Da vielleicht der Zahnarzt was von haben will. Feuerstelle brauchen wir gerade nicht. Bärenfeld. Ah, wir haben wieder viel zu viel Scheiße dabei. Waffenausbaustufe. Will ich gerade gar nicht einsetzen, ich will es aber gerne dabei haben. Komm, setzen wir mal hier die Schleifsteine ein. Die finden wir nämlich häufig genug wieder und kann jetzt nicht verkehrt sein. Kreis der rachsüchtigen Flamme. Raffas absolutes Weisen. Ah, da haben wir sogar welche von. Das wusste ich nicht. Diamantenstaub, Salpeter, das lassen wir dann liegen. Gänseschmalz auch, hier den Hundeteil, Gänseschmalz kommt erstmal weg. Diamantenstaub können wir sonst nochmal anwenden. Igni-Zeichen erhöht. Okay. Heißt das, die Viecher sind dagegen etwas empfindlich? Ich weiß nicht, ob Silber vielleicht zu schnell. Ich glaube, der starke Angriff ist besser. Ich verabscheue die Zäune. Ja. Ich weiß, dass du Menschen verabscheust.
natürlich, jetzt kommt hier der Dicke. Das sind aber tatsächlich hässliche Viecher. Und die Skeletal machen sehr wenig Schaden gegen die Viecher. Aber Silberschwert ist, glaube ich, die richtige Wahl. Okay. Problem gelöst. Das kleine Manöver war beeindruckend. Was für ein Tag. Hoffentlich war meine Hilfe nicht vergebens. Ich bringe die Dokumente zu Vivaldi. Vielleicht kann er die Bank zurückbekommen. Viel Glück, Yevhen. Falls ihr mich braucht, fragt Vivaldi. Oh, der hat einiges an Schaden eingesteckt. Gimon Luftrohrer. Gimon Vertrag, da war doch einer. Klauen. Den Eintrag haben wir hier. Warum kriege ich da denn nichts? Das finde ich etwas gemein. So, da waren also ganz viele Kikimoren. Aber hat er das wirklich mal durchdacht? Wenn jetzt Vivaldi diese Dokumente wieder hat, der wird dann doch dafür drangenommen, dass es für diesen Banküberfall. Die können das doch zuordnen, dass da. Oh! Auf einmal hat Vivaldi seine Sachen wieder. So, da geht's runter. Da will ich jetzt noch gar nicht durch. Ja, ja, kommt her. Wir sind bitte mehr als einer. Und Yevhen greifen die nicht an. Das finde ich unfreundlich. Uns aber schon hier. Na gut, wir finden auch nicht immer häutbare Gegenstände. Meistens aber. So, sehr schön. Der Rest versteckt sich unterm Dreck. So. Nehmen wir das mit. Wir haben schon wieder viel zu viel dabei. Büschelkraut hier unten. Ja, natürlich sind hier auch eine Gitterstäbe. Yevhen ist ja schließlich hier vor kurzem durchgegangen. Diese ganzen Gehirne und so weiter. Sei es zur Not auch einfach Geld, was wir damit rauskriegen. Ich überlege nämlich auch stark, mir Ausgang zum Kaufmannsviertel. Ich würde erwarten, dass hier Ruinen. Das sind die Gitterstäbe, die das hier verbinden.
Moment, wo geht's da lang? Genau, das geht nämlich da zurück. Das sind... welche Gitterstäbe? Die hier. Die Fässer interessieren mich jetzt nicht, dass ich deswegen nochmal zurücklaufe. Unter dem Händlerviertel gibt es hier nochmal eine andere Stelle, wo Kloaken weitergehen. Na, das hier wird es bestimmt sein. Also hier neben dem Ausgang zum Händlerviertel gehe ich aber nochmal kurz hier lang. Wasserscheide. Dolche. Das sieht mir nach einem Schurken-Squirtel aus. Die können wir, nehme ich mal an. Ach, da ist Jethro. Hier ist ein Ort der Macht. Naja. Soll mir recht sein. Wir gehen aber. Wir nehmen jetzt aber mal den Ausgang zum Händlerviertel. Denn wir müssen schließlich dem Bürgermeister Bericht erstatten. Wir vermuten, dahinter könnte noch was sein. Spannend, spannend, was hier so wirklich vor sich geht. Diesen Kampf der Squirtel und dem Orden. Und wir können uns schlichtweg nicht komplett raushalten. Furchtbar. Ich frage mich, was das für Konsequenzen hat. Ich hoffe, ich kann trotzdem halbwegs neutral bleiben. So, bezüglich diesem Einbruchs. Geheimnisse der Hexer. Was ist das hier? Krankenschwester Bescheid geben, ja, ich weiß. Vielleicht aber auch komplett abgeschlossen. Leider gerade tagsüber. Die Tür, wo führt die denn hin? Ja, das war, glaube ich, wieder der Kaufmann mit der Tochter. Kommen wir aber auch ständig hier wieder zurück. So. Wir haben Kram zu verkaufen. Und ein bisschen was einzulagern. Alchemist. Hat nicht jemand. Wer bietet mir denn vielleicht für ein paar der Ringe was ordentliches? So, diesen Wein will ich jetzt loswerden. Not haben wir schließlich noch den hier. Und Ringe kaufst du nicht ab. Ich hörte einst eine Ballade über. Tolle Idee, Sir. So, was kaufst du? Du verkaufst Bücher. Die haben gerade echt ein bisschen Geld. Ich glaube, wir holen uns diese Rüstung. Feldpflanzen haben wir. Die beiden könnten wir brauchen. Das wären dann 1200 ganz.
Hier war doch noch ein Händler, der sich auf Edelsachen spezialisiert hatte. Zweifellos Adas Idee. Wo ist der denn hin? Waffenhändler. Endlich. Das ist echt viel. Verdammt viel. Das will ich ihm nicht verkaufen. Das hier verkaufe ich ihm jetzt, denn wir haben was auf Lager. Immerhin. Jetzt eine andere Rüstung. Zeremonienschwert von Daedwin. Stahlwaffe. Das sieht sehr hübsch aus. Schaden minus 30%, ich weiß nicht, das ist nicht so toll. Kritischer Effekt entwaffnen. Also richtig toll finde ich es nicht. Okay. Warum glotzt ihr so? Können wir nicht mehr mitnehmen. Ja, ist klar, weil das hier jetzt auch die Exzellente. Und die andere lassen wir einfach liegen. Sieht auch ein bisschen anders aus mit dem Beutel da. Denkt ihr, dass euch... Zorn der Salamander schützen wir, da irrt ihr euch. Ihr Ver... Bücher. Moment, wir hatten hier noch ein Buch. Und da wir auch gerade über die Zeit sind... Das hier will ich lesen, beziehungsweise der Eintrag, der da rauskommt. Mit Action geht's in der nächsten Folge weiter. Sphärenkonjunktion von Adam Nivell. Vor anderthalb Jahrtausenden kam es zu einer Katastrophe, die gemeinhin Sphärenkonjunktion genannt wird. Das war eine kosmische Kollision mehrerer Paralleluniversen. Als Folge des Desasters saßen zahlreiche Kreaturen, die nicht in unserer Realität beheimatet waren, hier fest. Gule und Grävier zum Beispiel, die keine eigene ökologische Nische haben, sind lediglich Relikte der Konjunktion. Die Elfen behaupten, dass während der Konjunktion auch die Menschen auf diese Welt eintrafen. Das war kurz nachdem sie ihre eigene Welt vernichtet hatten. Die Elfen sagen außerdem, dass die Menschen während der Konjunktion lernten, Magie anzuwenden. Das sind natürlich Lügen und niederträchtige Behauptungen von Anderlingen verbreitet, die auch von böswilligen Verleumdungen nicht zurückschrecken und ihre Ansprüche zu rechtfertigen. Den Eintrag gehen wir nochmal genauer durch. Eine Katastrophe, die vor 1500 Jahren geschah. Und natürlich... lernten die Macht der ursprünglichen Chaos zu benennen. So entstand die erste Hexenmeister der Menschen. Auf der Suche nach einem Platz in der Welt ergriffen die Menschen die Waffen gegen die alten Völker, die den Barbaren nicht widerstehen konnten und sich schließlich ergaben. So kam es, dass die Menschen die Welt regieren. Wer weiß. Vielleicht gehören die Menschen hier tatsächlich nicht her. Vielleicht ein Nur eine... Parasit, der sich sehr effektiv ausgebreitet hat. Für möglich halte ich das. So, Straße unter... ohne Wiederkehr. Hier will ich nur sicher gehen, dass wir... wirklich fast alles haben. Dektoiden, sind da die Kikimoren dabei? Ja. Also da, das haben wir gelesen. So, Wodja neue Geschichten will ich eigentlich auch... in Betracht ziehen. Das nehmen wir. Und Mineralien erstmal. Danach lasse ich erstmal weiter das Geld ausgeben. Über Seewand, Grünschimmel. Hatten wir das nicht schon? Nein, Grünschimmel kannten wir noch nicht. Das hier hat sich aber gelohnt. Da kannten wir einiges noch nicht. So. Okay. Jetzt suche ich immer noch einen Händler. Der wollte einen Edelstein haben.
seid Wie ihr lange dran. Denn noch? Tragt ihr diese Schwerter nur, um anzugeben? Nee, nicht nur. So, ich weiß im Moment ehrlich gesagt gar nicht, wo ich denn auch hin will. Stimmt, ich wollte sowieso die Aufnahme gar nicht weitermachen. Und ihr? Genauso. Als nächsten Startpunkt hätte ich aber dann gerne neue Narakord. So, und in diesem schönen Etablissement sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn, Leute. Ciao, ciao.